Nach Düren ist vor Düren und damit herzlich willkommen hier aus dem BMW-Park in München. Die WWK Volleys gegen die Power Volleys Düren, zweite Runde, dieses Mal Bundesliga. Also. Timi Muchlias. Es geht schnell. Ja, da kommen sie nicht mehr ran. Ja. Der war Netz, hm? Und schlechtes Zuspiel. Ja. Oh, wow, 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 wow. Es war kein Pluspunkt für den Schiri. Das habe ich gerade gelobt, den Stefan. Aber das war nicht richtig. Nächster schöner Aufschlag. Der wäre vielleicht aus gewesen. Oh, jetzt ein Kunstdrehbrütscher übers Netz. Super unglaublich Annahme. Gute Angel. Wow, also das ist Qualität, das ist wirklich höchstes das Niveau. Das sind die Highlight-Bälle von Maya Ula. Super Aufschlag, millimetergenaue Annahme und dann so ein zwingender Schnellangriff auf den Aufschlag. Sehr geil. Und Philipp macht jetzt einen guten Aufschlag. Das war klar. Aber Annahme ist da. Und jetzt ist ein wichtiger Ball. Der fällt. Herrsching macht den Sack zu. 1-0 gegen die Power Volleys Düren. Spielt dann aber, ne? Ist im Kader, aber. Ja, gegen Königs Wusterhausen war mit auf dem Feld. Und gleich der nächste Block hinterher. War das Norbert nochmal? Also jetzt. Wir schauen gleich nochmal drauf. Also, wenn das wieder Norbert war. Welches Händchen da dran war? Nein, es war Groveus. Nein, es war Danny Groveus. Und der steht wieder so ruhig da. Ne? Es ist ein schneller Pass. Ja, also wenn es läuft, dann läuft. Also was Theo da abliefert, ist echt irre. Aber er lässt ihn auch fliegen. Er muss den Ball nehmen. Ne? Also schon. Für Bagdadi. Ja. Super Abwehr, ganz stark. Ja, mutiger Pass. Er schiebt ihn wieder in den Briefkasten. Also ehrlich, er kann auf jeden Fall irgendwie als Postbote arbeiten, irgendwie, wenn er im Volleyball kein Geld mehr verdient. Den dritten Satz doch nochmal wieder etwas besser reinzukommen. Ja. Und um hier doch nochmal mitreden zu wollen. Und das wollen sie ganz sicher. Theo macht ihn direkt. Und zwar wie schön. Das ist wirklich Theo. Der kann einfach Volleyball spielen. Hat er viel Beachvolleyball gespielt. Das war jetzt auch das Duell von zwei sehr guten Freunden, Martin Enastowicz und Erik Burggräf. Sehr schlauer Ball, ja, da nicht voll drauf zu gehen. Jetzt ist es besser. Jetzt darf er noch ein drittes Mal. Düren ist da. Langer Ballwechsel jetzt hier. Und geht immer noch weiter. Unglaublich. Nochmal. Maya Ula. Schnell. Und macht den Punkt. Super Pass. Ganz super Pass. Ganz stark. Super Abwehr. Erik. Das ist ein ganz feinen Händchen. Also mich als alten Trainerhasen, das ist ja wirklich schön zu sehen. Der hier spielt, da kann ein Spieler einfach auch. Der geht noch weiter, da war jemand runter. Ja. Ah, jetzt ganz schlechtes Zuspiel. Jetzt hat er wieder seinen Eierball hier. Und jetzt kommt Dankeball zurück. Dankeball auf Danny Groveus. Ja, der ist heiß. Cooler Ballwechsel, super wichtiger Ball. Ja, mit dem glücklichen Ende für Düren. Super Ball. Super, unglaublich, unglaublich. Wie haben Sie das denn gerade gelöst? Alle drei Ballkontakte überragend.
Danny Groveus serviert. Abwehr ist da. Super Pass. Wieder schwierige Situation. Jetzt ein hoher Highball und drauf. Der geht immer noch weiter. Schuh ist da. Martin Enasovic darf. Irre. Der souverän. War das Spiel in kurzem Moment gewonnen. Irre. Hat er. Abwehr ist da aus dem Hinterfeld. Boah, er geht voll drauf auf diesen Ball. Und jetzt ist ein Block beendet das Spiel. Norbert Engelmann. Norbert Engelmann.